so ein schöner Malgrund ist irgendwie doch was anderes. Bisschen wie einmassieren. Soll ein schwarzes Loch werden. Noch muss man sagen. Ne? Das Wichtigste an einem schwarzen Loch ist, dass es wirklich schwarz ist. Nur wieder keine Fake-Töne drüber legen. Ja, wenn man sich hier mal so richtig schön austoben kann, dachte ich, male ich hier ein schwarzes Loch auf die Wand. Es soll so aussehen, als wäre hier die Abrissbirne schon einmal so in diese Mauer hineingefahren. Und dann schaut man hinaus in die Nacht. Ja, das ist der Schritt, den ich im Moment gerade male. Und parallel dazu entsteht im Atelier eine Arbeit auf Overhead-Folien in der Hinterglasmaltechnik. Sodass dann also weiße Lichter in diesem schwarzen Loch sich verweigern. Auf dem Bild wird man den letzten Lichtstrahl auf den abgehenden Johnny Cash sehen.